Wo sind die anderen Überreste? Kann man das auch irgendwie feststellen? Da. Da sind die anderen Überreste. So, nehmen wir auch alles mit. Da ist noch einer. Noch ein Freund. So. Der erste Schlag dauert komischerweise immer länger. War da gerade ein Grafikfehler? Natürlich, da ist ein Grafikfehler beim Mauscursor. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme gesehen hat. Hätte ich drauf achten können, hätte ich es gewusst. So. Dankeschön. Wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich. Okay. Dann, tät ich sagen. Aber ich brauche irgendwas. Habe ich wirklich nichts? Vor allem, wieso habe ich drei Würfelkästchen? Ach, Mist. Ich habe ja auch kein Rezept für die Katze. Und wenn ich mir eine Fackel kaufe, ist das wahrscheinlich auch irgendwie... Aber wie viel Kohle haben wir? 604. Das ist ja krass. Ich könnte vielleicht auch bei den Gegnern Art verwenden, ne? So, Ort der Macht, Ritual der Magie. Haben wir draußen diesmal nicht gemacht. So, da hinten sind wir gestorben. Da können wir nicht weiter und da ebenfalls nicht. Okay, dann gehen wir dahin, wo wir gestorben sind. Täte ich sagen. Speichere aber vorher nochmal. Jo. Okay. Hallo? Jetzt, hier. Um zu sehen, wäre schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. So, ganz kleinen Moment. Glück mit dem Combo. Ja. Also wieder hinten am Boden das Blut klebt, Alter. Das ist schon. Ach, das war's. Das waren alle Ghule. Okay, na gut, dann geht ja das noch. Das geht ja noch. So, da haben wir noch ein bisschen Blut. Das nehmen wir auch. Geralt steckt das Schwert weg, der Hexer. Sehr gut. Das muss man dem nicht mal sagen. Kreis des inneren Feuer. Ach was. Sag bloß, wir lernen Igni. Ja. Zeichen Igni. Ihr habt das Igni-Zeichen erlernt. Das Igni-Zeichen kann verwendet werden, um Gegnern Schaden zuzufügen und Feuer zu entzünden. Wählt ein Zeichen an der linken Bildschirmseite. Rechtsklickt auf das Ziel, um den Zauber zu wirken. Wertet ein Zeichen auf, um es über weitere Distanzen wirken zu können. Okay. Igni. Yeah. Oh ja, ich habe mein Igni wieder. Ein Leichnam. Was ist das denn? Würfelkästchen. Okay, dann Ohren haben wir auch ein paar. Rivanischer Krieg. Hammelbein, Faro Zintrano, wenig Alkohol mit Sirup. Mit Sirup gesüßtes Bier, besonders beliebt bei Seeleuten aus Zintra. Und noch mehr Ohren. Okay. Frag mich aber trotzdem, was macht ein Seemann aus Zintra hier in einer Gruft in Temerien? Da kommen wir her, ne? Jo, und sonst können wir eh nirgends rein. Natürlich. Nirgends rein und nirgends hin ist, hein. Ja, genau. So, Gruftausgang, das machen wir erstmal. Gehen wir erstmal wieder raus. So, und draußen sind wir. Alter, wie cool. Und der Regen hat auch aufgehört übrigens.
So, nice. Schwalbe und Ritual der Magie haben wir auch gemacht. Nieswurz. Wir können jedes Mal, wenn wir den Bereich ändern, können wir gleich auch wieder ernten gehen. Okay, das heißt, wir werden niemals eine Armut an Kräutern haben. Das steht definitiv fest. Oder nein, okay, haben wir nicht. Wir haben diese Nieswurz einfach nur noch nicht geerntet gehabt. Okay, na gut, dann vergesst, was ich sagte. Ich habe nie etwas gesagt. Nie. Ist ja auch ein Gameplay hier, also ein unkommentiertes Gameplay. Oder doch? Oder ist das random? Ich weiß es nicht, lasst mich in Ruhe. So. Wo geht's eigentlich hier hin? Ehrlich jetzt. Natürlich. Okay, na gut, dann. Was ist denn da schon wieder los? Och nö, Salamandra. Ein Kampf steht bevor. Lasst mich! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben. Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Oh nein. Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Diese Überzeugung in den Stimmen. Hallo, Geralt, jetzt. Jetzt haben wir's gleich. Moment, jetzt. Brenn ich? Ja, ich glaube, ich brenne. Aber das macht nichts. Immerhin beherrschen wir Igni, also wissen wir, mit Feuer umzugehen. So, Katze. So, unser Feind blutet übrigens. So. Ja. Du, Vitalität. Arrow. Moment. Irgendwie hat die Schwalbe gerade überhaupt nicht gewirkt. So, Moment. Ach jetzt, Alter. Warum wirkt die Schwalbe nicht? Habt Dank, Hexer! Ihr habt mich gerettet! Und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze! Jederzeit. Der Typ klingt, als ob er sich gleich über... Ich weiß nur zu gut, worauf sie aus sind. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt. Oh, ich bin dran. Na, kommt drauf an, wie das dann anders ausgehen würde. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, nein. Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Ja, ich wollte übrigens vorhin gerade sagen, ja, dass ihr... Alter. Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten.
Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Okay. Ich gehe jetzt ins Menü, sonst komme ich hier gar nicht mehr dazu, irgendwas zu sagen. Auf jeden Fall, der Typ klingt, also der Kalkstein klingt, als würde er sich gleich des Nachts über eine Jungfrau beugen und deren gesamtes Blut aussaugen. So klingt der Typ, zumindest für mich. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Ja, das ist er definitiv nicht. So, Überreste. Schauen wir mal, was der Magier so bei sich hat. 2 Ohren. Aha, okay. Na gut, dann egal. Salamanderbrosche. Nehmen wir mit. Nierenfett können wir auch mitnehmen. Schaben wir ihm erstmal das schöne Fett von der Niere. Da Schwarzpulver und Schinkenbrot. Schinkenbrot kann man auch brauchen. Alles gar kein Problem. Salpeter, ein paar Ohren und noch eine Salamanderbrosche. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich nehme den mal mit. So. Okay, das heißt, wir haben jetzt allen geholfen eigentlich. Hier, auf J. Das heißt, wir haben jetzt allen geholfen. Mikul aufsuchen. Ach ja, ich musste ihm ja noch sagen, dass wir ihm seine Ghule getötet haben. Stimmt. So, gehen wir mal dahin. Gehen wir mal zurück. Schauen wir mal. Das ist der Kalkstein. Das ist Mikul. Aha. Der ist definitiv ein bisschen zurückgeblieben. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein. Das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie. So sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet! Bitte was? Nein! Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja! Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick, ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe. Lebt wohl. Die Salamandra haben also Pässe. Nö, haben sie nicht. Naja. So, auf jeden Fall. Kann ich jetzt mit dem Geistlichen sprechen? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn da? Vertrauen gewonnen. Ich muss mit dem Geistlichen reden. Natürlich, machen wir. So. Laufen wir jetzt hier gleich rüber. Ist der Weg eigentlich in der Map eingezeichnet? Nö. Naja, angedeutet ist er. Angedeutet, natürlich. Ja, gut, hätte man sehen können. Ist egal. Wir haben es so auch geschafft. So, speichern. Speichern nicht vergessen, weil das Spiel speichert ja nicht. Nieswurz. Gesundheit. So. Hier. Kann man immer noch nichts looten bei den Kisten. Mist. Da ist ein Bettler, den geben wir nichts. Wir haben selber nicht so viel. Wir haben nur 834. Das ist quasi nix. Also gar nichts. Übrigens müssen wir des Nachts immer noch schauen, ob es vielleicht jetzt diese Nacht auch noch klappt mit dem Mädchen in der Mühle. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Die war nämlich sympathisch. Ich muss übrigens niesen, Moment. Ich habe alle Kot verschmiert. So, da bin ich wieder. Ich bin zwar nicht Kot verschmiert, aber das macht nichts. Ist auch besser so, finde ich, ehrlich gesagt. Wie konnte sie mich nur so behandeln? So. So, er würde seine 7 Kinder hergeben. Na, ich lass mich nicht töten. Keine Sorge. Sprecht, schnell.
So, Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr und für Mikul habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mikul habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Adieu. Habe die Ehre. So, ich muss das Problem mit der Bestie lösen, bevor ich mich um die Salamandra kümmern kann. Ich hab nicht genug Kraft. Ja, ich auch nicht. Geheimnisse der Hexer. Hier, Vertrauen der Dörfler. Ich hatte Glück und fand die Spur eines Mannes mit einer salamanderförmigen Brosche in einer Siedlung außerhalb von Vysima. Ja, genau. Ich sollte mit dem bekanntesten Bewohner des Umlands reden und erfahren, wie ich die Salamandra finden kann. Ja. So. Gesucht ist der Professor, Last der Vergangenheit. Ach ja, das müssen wir auch noch abgeben. Dann hier, was haben wir denn da? Die Hexe. Ich sollte die Hexe besuchen. Die Hexe ist die Hauptverdächtige. Okay, das heißt, wir gehen zur Hexe. Ein Würfelspiel. Ich spielte ein Spiel gegen Soltan. Es war sehr lehrreich und ich glaube, ich weiß nun, wie es funktioniert. Ich frage mich, ob man mit dem Spiel Geld verdienen kann. Ah, das können wir auch machen. Hier. Das Vertrauen des Geistlichen, ja. Bestie erledigen. Der Ghoul-Vertrag. Ghoul-Blut. Wir brauchen Ghule. Aber zuerst müssen wir natürlich den Eintrag von Ghulen im Bestiarium haben. Hier. Da brauchen wir den Eintrag von denen. Barkistenschädel haben wir schon auch, aber noch nicht genug, ne? Ja, genau, wir haben nur 7. Das heißt, wir müssen des Nachts auch noch ein bisschen rumstreifen. Und nein, damit meine ich nicht gewisse Hautfetzen an... Ich weiß nicht, ich vergesst einfach meine letzten paar Worte. So. Niemand soll sagen, ich gebe mich mit Hexern ab. Ja, das muss auch niemand sagen, weil es ist auch nicht so. Weil sich der Hexer einfach nicht mit dir abgibt. Denk mal darüber nach, Junge. So. Da haben wir ein paar Hühner, da laufen wir einfach quer durch. Ich schaue dem hier einfach bei der Arbeit zu. Schön. Als ob ich es gewusst hätte, aber ich, ehrlich gesagt, nein. Schön. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zur Hexe. Ja, wir gehen zur Hexe. Die Hexe lebt hier in diesem kleinen Knusperhäuschen. Da schauen wir erstmal hin. Das werde ich tun. Und, das werde ich tun, ja. Moment mal. Das werde ich tun. Der Satz, den Satz kenne ich. Ich kenne den Satz. Ach, das ist cool. Ich dachte mir, hier sind irgendwie Steine eingeschlagen. Also so Meteoriten und so. Hier, Schöllkraut. Alles. Danke. So. Schauen wir mal. Hier. Tür zu Abigails Haus. So. Aha. Die Hexe fegt also selbst. Was wollt ihr? Das sage ich hier besser nicht. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Alter. Ich will, dass du mir was bringst und meine Arbeit machst für mich. Aber wenn du das nicht kannst, dann... Verkaufe ich dir ein Buch um teuer Geld, damit du das dann kannst? Ehrlich. Was wollt ihr? Ja, ich muss dieses Buch kaufen, was du mir verkaufen willst.